Fühlst du dich auch immer wieder unsicher in deinen Beziehungen, in deinen Partnerschaften? Oder hegst du nach kurzer Zeit schon Misstrauen? Oder verlässt du etwa deinen Partner und Partnerin, bevor sie oder er Schluss machen könnte? Wechselst du auch womöglich häufiger deinen Arbeitsplatz? Wenn du eine dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Und es geht jetzt genau darum, wie dieses Misstrauen in das Leben und in sich selbst entsteht und welche Strategien jetzt für die Zukunft anwenden kannst. Mehr Vertrauen zu gewinnen und mehr Selbstvertrauen vor allem. Das ganze Geheimnis liegt eigentlich darin, dass das Baby und das Kind, um Vertrauen zu entwickeln, um Vertrauen in die Welt, in die Menschen, in sich selbst, benötigt eine Sicherheit und eine sichere Bindung. Das heißt, dass wenn wir als Kind erlebt hatten, dass die Bezugspersonen nicht da waren, also emotional nicht da waren oder nicht immer da waren, also unzuverlässige Bindung war oder dann völlig chaotisch war und genauso wenig ja, Verlass darauf gab es, dann sind wir daran behindert, einfach ein gesundes Vertrauensgefühl zu entwickeln und dadurch, durch diese ja, Bindungserfahrung, entsteht dann auch Misstrauen. Und unser Urvertrauen letzten Endes in das Leben ist erschüttert. Damit wir das kompensieren und wir dann auch damals überlebt haben, haben wir uns natürlich aus diesen Bindungserfahrungen gewisse Beziehungsstile dann auch entwickelt und demnach verhalten wir uns heute entsprechend. Lass uns vielleicht generell feststellen, wie wir unsere Beziehungen heute gestalten, hängt ja von uns ab. Klar, wir haben gewisse, ja, wir haben gewisse Beziehungsmuster angeeignet und die sitzen ja sehr, sehr fest und tief. Dennoch, es ist so, wenn wir uns auf eine Beziehung einlassen und wir dort agieren, dann ist es unsere Verantwortung, dort ja, die Geschehnisse entweder zuzulassen oder dagegen zu intervenieren. Und das bedeutet, dass wenn ich die Aussage tätige, ich wurde ausgenutzt, ich wurde missbraucht, ich wurde schon wieder verletzt. Das stimmt insofern, dass wir diese Erlebnisse hatten. Diese Ausdrucksweise sagt ja aber, dass wir der Meinung sind, dass die anderen schuld sind und dass sie dafür die Verantwortung tragen. Damit gebe ich aber die Verantwortung für meine Handlungen ab. Wie kann es funktionieren, dass ich die Verantwortung übernehme? Na, das kann so funktionieren, dass ich sage, ich ließ mich ausnutzen, ich ließ mich verletzen und ich ließ mich missbrauchen. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich das vermeiden, dass das in der nächsten Zeit dann passiert? Eine der Möglichkeiten ist, dass ich ab jetzt nicht mehr zufällig in Beziehungen eingehe, sondern ich überlege mir vorher, wie eine Beziehung, was mir gut tut, aussehen könnte. Also hat die Bedingung, dass der oder diejenige mich so nimmt, wie ich bin, mit mir respektvoll umgeht, zum Beispiel. Oder dass ich mir wünsche, dass ein Zuverlässigkeit, ja, Pünktlichkeit, liebevoller Umgang und so weiter. Die Liste kannst du so gestalten, wie du möchtest. Aber was halt dabei eigentlich wichtig ist, ist deine Verantwortung und deine
selbstbestimmte Entscheidung, welche Beziehungen du eingehst. Du kannst, sobald du einen Kollegen kennenlernst oder du möchtest eine Partnerschaft beginnen, letztes Endes einen Realitätscheck machen. Das heißt, du hast ja deine Liste oder deine Vorstellung, was du aber jetzt im Vorfeld schon wirklich festigst und für dich definierst. Und du machst einen Gegencheck. Es ist auch ratsam, dass man gewisse Grenzen setzt. Also, du weißt genau, welche Art von Handlungen dir nicht gut tun oder dich dann tatsächlich auch verletzen, entwerten und ja, missbrauchen, so wie halt eben in der Kindheit war. Und sobald doch irgend so eine Handlung von der Gegenseite hochkäme, dass du auf jeden Fall tilgst. Und in diesem, wenn das tatsächlich passiert, konsequent diese Beziehung beendest. Alles andere ist die Gefährdung deiner Gesundheit und die Gefährdung deiner Sicherheit. Eine zweite Strategie kann sein, dass du deine Unsicherheitstoleranz ja ein bisschen austrickst bzw. erweiterst. Dazu könntest du zum Beispiel deine Gedanken sammeln. Also, welche Gedanken hast du denn über Unsicherheit? Ist Unsicherheit gefährlich oder ist Unsicherheit bedeutet zum Beispiel Abhängigkeit oder ist Unsicherheit etwas ganz Schlimmes? Jedenfalls, das sind Überzeugungen, die du hast, verbinden sich auch immer mit Gefühlen. Das heißt, dass du höchstwahrscheinlich dann Angstgefühle zum Beispiel hast. Oder sind das sogar panische Zustände? Sind das mit Unsicherheit auch ein Grübeln zum Beispiel verbunden? Und auch das kannst du für dich ein bisschen untersuchen. Und diese ja, erkannte Gedanken und Gefühle kannst du durch solchen ersetzen, die dir gut tun. Beziehungsweise auch diese Gedanken und Gefühle manchmal zulassen. Und dieses Zulassen ist eine Übung, das ist ein Prozess und bedarf natürlich ganz, ganz kleinen Schritte. So kannst du aber deine Unsicherheitstoleranz letztes Endes immer mehr erweitern und du merkst auch immer ganz genau, wenn diese Gedanken kommen, dass du bereits in dieser Spirale bist und dass du eine Selbstberuhigung benötigst. Du kannst zum Beispiel von Unsicherheit oder solcher Situationen eine positive oder neutrale Fortsetzung oder Wendung vorstellen. Das ist eine sehr gute Visualisierung. Zum Beispiel sagst du, okay, ich weiß es nicht, was auf mich in dieser Beziehung erwartet, aber so kann ich positive Überraschungen erleben. Oder du sagst, es ist unsicher, wie die Zukunft ist. Dennoch bedeutet, dass ich die Chance habe, auf wohltuende Menschen zu treffen. Und das heißt, dass du die Möglichkeiten für dich erweiterst und dann haben deine Gedanken auch die Chance oder finden sie auch viel schneller eine positive Wendung und ein. Eine der Strategien ist es, ein positives Szenario auszudenken. Und wenn du typischerweise in solchen Situationen oder in neuer Beziehung ja, dich schon wieder ertappst, dass du diese unsichere Gedanken oder beschämende Gedanken oder ja, mit Angst erfüllte Gedanken hast, dass du dir vorstellst, wie diese Situation oder diese Beziehung ja, positiv oder zumindest aber neutral eine Wendung erfährt. Und das geht so, zum Beispiel den Satz, Unsicherheit bedeutet Gefahr.
zum Beispiel dann ersetzt und sagst, Unsicherheit kann Überraschungen und positive Wendungen beinhalten. Ein Beispiel könnte sein, dass du in einer Beziehung befürchtest, dass du verlassen wirst oder verletzt wirst und oder Verletzung erfährst und deshalb denkst, eine neutrale Annahme oder neutrale Fortsetzung könnte sein, ja, die Beziehung besteht in 10 Jahren immer noch. Und eine positive Wendung könnte sein, dass du beim nächsten Treffen du erfährst, dass sie oder er dich als beste Freund oder Freundin schätzt und nie mehr aus seinem Leben oder ihrem Leben haben möchte. Die Strategie könnte sein, eine kleine Risikoübung, wo du dir vornimmst, zum Beispiel, dass in der Beziehung, naja, eine Kritik übst und klar respektvoll und ja wohlwollend, aber eine Kritik könnte an sich immer auch bedeuten, dass die Beziehung Brüche geht. Und dazu habe ich eine Geschichte gelesen. Ein Betroffener, wo stets davor Angst hatte, nicht gemocht oder abgelehnt zu werden, brachte immer überall eine Kleinigkeit, ja, als Geschenk mit. Und damit versuchte natürlich das zu kompensieren, auch die Angst zu kompensieren, beziehungsweise war die Annahme, okay, dann kann ich ja nicht abgelehnt werden. Und um dagegen zu wirken, hat mal eben mehrere Menschen eingeladen zu sich, Bekannten, und wo sie alle eingetroffen sind, hat sie dann verkündet, dass sie nichts gekocht hätte, dass sie jetzt dann eben Pizza bestellt. Und dennoch wurde der Abend etwas Schönes. Also du kannst dir vielleicht solche Risikoübungen ausdenken und mal damit spielen oder dass du tatsächlich auf etwas, ja, bisher wagsam erschienes, wie zum Beispiel Kritik üben, ausprobierst mit ganz, ganz kleinen Schritten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Gelingen und eine ganz gute Zeit. Wenn du Fragen hast, auch zu diesem Video oder zu dem Kongress, dann melde dich und du kannst mich jederzeit auch anschreiben und ich wünsche dir bis sehr bald eine schöne Zeit. Tschüss, Gabriela.